Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und genau das ist jetzt das Video über meine Melonen, die ich angebaut habe. Sowohl Wassermelonen als auch Honigmelonen. Ist jetzt auch so ein, ja, mein Beitrag zur Wassermelonen-Challenge 2020 vom guten Max von der Gartenkanal. Und ja, ich möchte einfach so meine Sorten vorstellen und vorneweg muss ich sagen, ich habe sehr viele Sorten angebaut. Die werde ich jetzt auch, ja, wie gesagt, alle vorstellen. Und da war auch wirklich alles Mögliche dabei. Also Wassermelonen in verschiedenen Formen, Farben, sowie auch Zucker- oder Honigmelonen. Und ich habe sie in Folientunnel bzw. auch in einem Gewächshaus angebaut, in einem geschützten, ja, Kleinklima, sage ich mal. Aber auch draußen auf dem Hügelbeet. So wie auch auf dem Hochbeet im Freiland, und da habe ich auch natürlich Unterstützung, ja, meinen Melonen gegeben. Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ich meine Melonen angebaut habe, verlinke ich euch gerne oben in der Infokarte. Und bei mir war auch wirklich alles Mögliche dabei, also da haben auch Schnecken zum Teil die Melonen angefressen, zeige ich euch natürlich dann auch, die Melonen könnt ihr dann aussehen, auch dass mal Melonen Löcher hatten, bevor sie vollreif geworden sind und dann Alkohol eingebildet haben. All solche Sachen. Ich hatte natürlich auch die vollreifen Melonen. Und ich stelle euch dann auch, wie von der Challenge vorgegeben wird, meine verschiedenen Sorten vor. Das ist nämlich ein Punkt. Also wer die meisten verschiedenen Wasser- und Honigmelonen hat, dann wer die schwerste Melone dieses Jahr ernten durfte und wie viele Melonen an einem Trieb hängen. Das sind so diese drei Kategorien und da werden halt die besten gekürt, aber ich sag mal so, ich baue Melonen so oder so an und ich möchte einfach auch teilhaben von den Melonen, die ich jetzt angebaut habe, und ich muss schon ziemlich sagen, ich habe es auch, ja, ist auch ziemlich gut gewesen, der Anbau dieses Jahr. Und die Melonen waren wirklich saftig und süß. Das können auch meine guten Freunde, wie zum Beispiel die Wespe, bestätigen. Die haben sich sehr gerne gefreut, wenn ich Melonen gegessen habe. Da waren jetzt ungefähr 10 Wespen und auch ein paar Bienen waren immer dabei, wenn ich mal Melonen auf der Terrasse gegessen habe. Und das hat mich auch immer sehr gefreut. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Und dabei beginne ich mit den Honig bzw. mit den Zuckermelonen, weil darunter war auch meine allererste Melone, die ich schon im Mitte Juli ernten durfte. Die erste Melone dieses Jahr war die Honigmelone Olivin. Die hatte ich dieses Jahr das erste Mal im Anbau. Also wenn die vollreif ist, dann ist die Schale außen gelb, hat so eine leichte ovale Form, beziehungsweise auch rundlich, und innen ist sie grün. Und das ist wirklich eine Melone gewesen, die ich überall angebaut habe, sowohl im Folientunnel als auch im Hügelbeet und im Gewächshaus und im Gewächshaus im Hochbeet, und überall ist sie sehr gut gewachsen. Ist eine recht frühe Sorte, wie ich bemerkt habe, und war auch wirklich eine unbeschreibliche Melone, von denen ihr auch wirklich meine Live-Reaktion erleben dürft, wo ich die erste Melone dieses Jahr ernten durfte. Ich freue mich gerade richtig sehr. Das ist die erste Honigmelone. Und ich sag euch, der Tunnel, der riecht so fabelhaft süß. Also so richtig fabelhaft süß. Und ich freue mich. Habt ihr jetzt zum Schutz bisschen abgedeckt. Die zweite Melone, die mich wirklich sehr begeistert hat, ist die Ananas-Honigmelone gewesen. Die Sorte hat wirklich recht große Früchte ausgebildet. 2 bis 3 Kilo waren da schon mal gut dabei. Wie ihr sehen könnt, ist die Honigmelone außen so gelb-goldig leuchtend auch und hat so ein, ja, so eine Netzmusterung. Innen ist sie genauso gelb oder leuchtend, wie man sie zum Beispiel jetzt aus dem Supermarkt kennt, ist aber eine samenfeste Sorte, und die Melone hat mich auch wirklich sehr begeistert.
Nein, das ist hier keine Banane. Das hier ist die Sorte Banana. Diese Melone bzw. die Melonenpflanze bildet so bananenförmige Früchte. Sind auch recht große Früchte mit dabei gewesen. Auch wieder so rund 3 Kilo bis 4. Die hatte ich auch letztes Jahr im Anbau. Habe auch das Saatgut vom letzten Jahr genommen. Äußerlich, wenn sie recht lange in der Sonne ist, dann wird sie so ein bisschen gelblich und innen ist sie orange. Und das ist wirklich auch eine sehr schöne Sorte, wie ich finde. Schmecken tut sie auch einzigartig, also wie alle Melonen, die ich angebaut habe. Das ist überhaupt kein Vergleich als im Supermarkt, also frische Melonen aus dem eigenen Garten. Viele Menschen kennen ja die klassische Galia-Melone aus dem Supermarkt, ist leider eine F1-Hybrid-Sorte. Meine hier ist ein bisschen kleiner, weil sie wahrscheinlich einen nicht so guten Standpunkt im Hügelbeet bekommen hat. Und so viel Sonne hat sie auch nicht abbekommen, dass die Früchte gelb abfärben. Aber die klassischen Merkmale wie eine Galia hat sie natürlich. Sie ist normalerweise, wenn sie viel Sonne abbekommt, außen gelblich, hat eine Netzmusterung und innen ist sie grün. Auch wieder Saatgut vom letzten Jahr, habe ich es auch probiert, ist eine samenfeste Sorte. Ist zwar klein, aber fein. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit ihr. Weiter geht's mit kleinen Honigmelonen. Da habe ich mir dieses Jahr meinen Spaß erlaubt. Das hier ist die Rich Sweetness. Das ist so eine Taschenmelone oder eine Handmelone, die man sich ja einfach so zum Zwischendurchessen wahrscheinlich oder für kleinere Menschen, so junge Menschen im Alter von 6, sage ich mal, ja gerne mal so einen kleinen Moment versüßen möchte. Und das ist eine Sorte aus der Sowjetunion und die ist auch recht frühreif und bringt massig an Früchten. Also ich hatte nur 2 Pflanzen und gefühlt 30 Früchte von ihr. Sie hat auch mal, ja gut, an einem Trieb 6 bis 7 Früchte und außen ist sie halt so rot mit gelben Streifen. Innen ist sie so, ja, so weißlich, sage ich mal. Ist natürlich auch sehr, sehr süß. Hat man halt nicht viel davon. Wie gesagt, ist einfach nur ein bisschen zum Naschen. Und ich habe es halt wirklich auch nur zum Spaß angebaut. Weiter geht's mit einer Melone, die ich auch wieder dieses Jahr das erste Mal im Anbau hatte. Genauso wie die Rich Sweetness habe ich auch das erste Mal im Anbau gehabt. Das ist die Thai Yellow. Ist eine Sorte, die ich einfach mal ausprobieren wollte. War in einem Hochbeet, habe mir eigentlich die Früchte etwas größer vorgestellt, sind aber eigentlich klein geblieben. Die Pflanze hat vielleicht nicht so einen guten Start gehabt, war ja natürlich auch sehr kühl im Juni und im Mai. Und das ist halt so eine beliebte Sorte in Thailand. Laut der Sortenbeschreibung braucht natürlich auch etwas länger mit der Reife. Deswegen ist halt auch eine Voranzucht recht gut zu empfehlen. Sonst werden wahrscheinlich die Früchte nicht ganz so reif. Und die ist halt vom Außen her gelblich, wirbt so ein bisschen gelb ab, schmeckt auch recht gut, muss ich sagen. Und ja, ob ich sie nächstes Jahr anbauen werde oder nicht, wird sich zeigen. Dieses Jahr habe ich mir die Thai Yellow ja von meiner Gärtnerei besorgt und die haben auch eine Sorte, die heißt Thai Round Gold. Und da haben sie mir wahrscheinlich auch versehentlich eine Packung von denen mitgegeben und abgepackt, weil ich wusste dann nicht, als ich die dann geerntet habe, ob das wirklich meine Melone ist oder ob ich die irgendwie mit eingearbeitet habe in meine Hochbeete, weil ich natürlich meine ganzen Küchenreste vom letzten Jahr auch mit reinwerfe und da waren natürlich auch Melonen dabei und da könnte ja auch eine Kreuzung rauskommen. Nein, ist es nicht. Es ist wirklich so eine Sorte, die so grünlich-goldig wird. Und da ist auch wirklich sehr interessant, dass ich auch mal eine längliche im
Folientunnel gehabt habe, also anscheinend auch eine Kreuzung bei denen. Also das war wieder so drunter und drüber, muss ich sagen, im Anbau. Da wusste ich selbst nicht mehr, ob das wirklich die Sorte ist, die ich angebaut habe. Ist ein kleiner Fehler von der Gärtnerei wahrscheinlich gewesen. Kann passieren, finde ich sehr lustig. Innen ist sie grün und die Sorte hat mir jetzt nicht so gut geschmeckt. Sie ist ein bisschen süßlich, aber auch recht mehlig im Geschmack und das hat mir jetzt weniger gut gefallen. Nun geht es auch weiter mit den ganzen unerwarteten Sachen, die einfach mal vorkommen. Da hilft auch jede gute Planung nichts. Denn letztes Jahr habe ich auch die Zuccarino angebaut. Das ist so eine Smaragdmelone, nenne ich es, glaube ich. Die hat halt so eine äußere röschliche, ja, Abfärbung mit smaragdgrünen Streifen. Innen ist sie auch orange. Und da hängt es natürlich auch davon ab, ob sie wirklich knallhart in der Sonne liegt oder nicht, die Frucht. Dieses Jahr hatte ich die natürlich auch. War ein bisschen schwer zu erkennen, die Frucht, weil ich natürlich mein eigenes Saatgut vom letzten Jahr genommen habe. Und das Lustige dabei ist, dass ich ja nicht nur von ihr Früchte bekommen habe, sondern mehrere Melonenpflanzen habe, da wo es zwei Kreuzungen gab zwischen ihr und der Galia. Und da sind wirklich, ja, Früchte auch rausgekommen, wo ich das Äußerliche von der Galia gehabt hatte und innen war sie dann orange. Oder ich hatte die äußere Form von der Zuccarino mit diesem orange oder gelblichen Abfärbung mit den Streifen, die manchmal grau oder smaragdgrün waren. Und innen war sie dann grün wie die Galia. Also da habe ich schon wieder, ja, drei verschiedene Honigmelonen sozusagen, also die Zuccarino, die Kreuzung aus der Zuccarino und Galia, einmal außen Galia in Zuccarino oder außen Zuccarino in Galia. Und ja, das ist einfach, wenn man so neue Sorten einfach unabsichtlich, ja, kreiert, das ist doch einfach wunderschön, wie ich finde. Eine wunderschöne Honigmelone, wie ich finde, ist die Kajari. Diese Musterung ist wirklich einzigartig. Also wie ihr sehen könnt, so ein bisschen leuchtend orange, zum leichten Braunton würde ich auch sagen. Schöne grüne Streifen und innen schön saftig und süß grün. Ist eine sehr frühe Sorte, wird unglaublich schnell reif, vor allem auch im Freiland. Und die hatte ich auch letztes Jahr im Anbau. Dieses Jahr sind die Früchte ein bisschen kleiner geblieben. Ist ein bisschen schade. Aber letztes Jahr waren es dann doch handgroße Früchte. Und ja, allein wegen dem Äußeren kann man schon diese Honigmelone auch anbauen. Ich entschuldige mich schon mal vielmals für meine Französisch-Aussprache, denn die nächste Honigmelone ist die Petite Gris de René. Das ist eine Honigmelone, die aus Frankreich kommt, ist wirklich eine sehr frühreife Sorte auch und sie reift, wenn sie vollreif ist, so gelblich ab. Am Anfang ist sie grün, innen ist sie orange und sie ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. Und wenn diese Honigmelone vollreif ist, dann riecht das enorm nach Honigmelone. Also sie hat zum Beispiel meinen ganzen Folientunnel komplett in ihren Duft eingehüllt letztes Jahr. Und das hat natürlich auch die Mäuschen angelockt. Dann hatte ich immer mal wieder ein paar Fraßstellen an dieser Sorte, an dieser Honigmelone. Und da weiß ich auch ganz genau, ja, gut. Dann ist die Qualität von den Melonen auch sehr gut. Hatte ich letztes Jahr auch im Anbau Saatgut vom letzten Jahr genommen und bin sehr zufrieden mit der Sorte. Ist immer wieder empfehlenswert. Guter Letzt habe ich noch zwei Selbstversuche bzw. Experimente. Die müssen jetzt nicht unbedingt in die Wertung mit einfließen. Da darfst du selbst entscheiden, lieber Max. Zumindest bei der einen natürlich. Bei der anderen
ist es halt so, dass ich natürlich mir auch Melonen zukaufe beim Russenmarkt, da wo ich immer einkaufe, der hat immer vollreife Wassermelonen. Das ist auch die Wassermelone, die ihr auch in der Einleitung sehen könnt. Die sind immer wirklich vollreif, sind so meistens 10 Kilo. Wie gesagt, ich ernähre mich oder ich esse nur ja, pflanzliche und rohe Kost und für mich sind halt Früchte wirklich einzigartig. Auch haben die diese Honigmelone, diese längliche, das ist die Torpedomelone. Die kommt aus Russland bzw. Usbekistan. Und das Saatgut habe ich auch vom letzten Jahr genommen und die einfach mit eingesetzt und da hatte ich auch wirklich eine Frucht. Die ist aber leider nur ein bisschen grün geblieben. Ist anscheinend wirklich eine Sorte, die wirklich einen optimalen Sommer braucht und wirklich eine lange Reife benötigt. Die Früchte können auch wirklich so groß werden, wenn die richtigen Bedingungen vorherrschen. Und man muss auch wirklich dazu sagen, dass es auch wirklich Shops gibt, da wo man das Saatgut kaufen kann. Also das ist anscheinend auch eine samenfestes Saatgut aus Russland bzw. ja, aus der ehemaligen Sowjetunion oder aus dem Bereich halt einfach. Und die zweite, was ich dann nächstes Jahr ausprobieren möchte, ist, dass ich mal bei einem Supermarkt diese Honigmelone oder diese Tigermelone ausprobiert habe. Die Sorte heißt Sugar Baby Mantis. Die möchte ich einfach mal nächstes Jahr ausprobieren. Kann von mir aus auch eine F1-Hybride sein. Ich möchte einfach mal schauen, welche Frucht nächstes Jahr dabei herauskommt. So, das waren alle meine Honigmelonen, die ich dieses Jahr angebaut habe. Natürlich habe ich auch Wassermelonen angebaut. Und da fangen wir natürlich mit den ganz klassischen Melonen an, sofern man die auch ganz klassisch sehen kann. Für mich sind das halt diese roten Melonen. Und da habe ich natürlich auch wieder viele verschiedene Sorten gehabt. Und zwar, die werde ich jetzt einfach so aufzählen und dann auch separat einblenden, weil es dann doch ein bisschen schwierig ist, die zu unterscheiden. Das erste, beziehungsweise die erste Melone ist die Blacktail Mountain. Das ist eine Melone, die außen eine sehr dunkle Schale hat, die von Richtung Grün nach Schwarz geht. Innen ist sie ganz klassisch rot und die Kerne müssten normalerweise auch mehr dunkel oder beziehungsweise schwarz sein. Das sind auch Saatgut vom letzten Jahr. Die hatte ich letztes Jahr auch im Anbau. Bin auch sehr zufrieden mit ihr. Sind wunderbare süße Früchte dabei herausgekommen. Auch gute 2 bis 3 Kilo manchmal dabei. Dann natürlich die klassische Sugar Baby. Die kennen eigentlich sehr viele. Ist auch eine Melone, die eine etwas hellgrünere Schale hat mit leichten Streifen. Und auch innen rot. Ist ja ganz klassisch, auch sehr süß. Hat mir auch dieses Jahr sehr gut geschmeckt. Und natürlich auch wieder Saatgut vom letzten Jahr. Und dann darunter, die auch sehr schwer zu unterscheiden war, war die Ruam Dao. Die Melone hat auch vom Äußerlichen her diese auch so eine etwas dunkelgrünere oder beziehungsweise hellgrüne Schale und dann diese dunkelgrünen Streifen. Und da ist es halt so, dass das Fruchtfleisch sehr nah an der Schale ist. Also das ist eine Sorte, die wirklich eine sehr dünne Schale ausbildet. Und die habe ich immer vollreif geerntet. Also wenn ich da meinen Klopftest gemacht habe, dann habe ich überhaupt kein hohles, irgendwelche hohlen Töne herausgehört. Also das war dann wirklich kurz davor, bis die Frucht dann eine Alkohole gebildet hätte. Also wirklich super verzehrreif, süß und schmackhaft und genau so mag ich das. Und so sollten vollreife Früchte auch wirklich geerntet werden. Und zum Abschluss die etwas leichteren unterscheidbaren Melonen. Da natürlich auch wieder zwei verschiedene. Eine, die ich aus Costa Rica mitgenommen habe und die andere heißt Criss Cross. Wie ihr hier sehen könnt, ist es wirklich eine leuchtend hellgrüne Schale mit dunkelgrünen Streifen bei beiden Sorten. Unterschied bei der Criss Cross ist, dass sie größere Kerne hatte und die Melone aus Costa Rica hatte ganz kleine Minisamen. Daher konnte ich die auch sehr gut unterscheiden, welche Sorte ja welche überhaupt ist.
noch nicht abschalten. Die Wassermelonen gehen natürlich auch noch weiter. Wer jetzt glaubt, es gibt nur rotfleischige Wassermelonen, ha, den darf ich jetzt auch wirklich von etwas Besserem belehren und der irrt sich gewaltig. Denn dann fangen wir mal an mit den Melonen, die ich dieses Jahr im Anbau hatte, die eine andere Farbe als auch als rot gehabt hatten und ganz klassisch auch letztes Jahr im Anbau gehabt. Die Sweet Siberian ist eine Melone, die äußerlich grün ist. Und ja, schöne grüne Schale, wie ich finde, eine nette Musterung auch, und sie ist innen orange. Ist wirklich eine sehr schöne Melone, ist glaube ich auch gut an unser Klima angepasst, ist sehr frühreif und ja, ich muss sagen, wirklich eine Top-Melone. Dieses Jahr ein bisschen kleinere Früchte, wahrscheinlich wegen dem Sommer, aber sonst letztes Jahr waren es ein bisschen größere, bin aber auch wieder sehr zufrieden damit. Wenn es rote Wassermelonen gibt und auch orangene Züchtungen, dann muss es natürlich auch gelbe Wassermelonen geben, weil, wie ich jetzt aus der Schule gelernt habe, ist, wenn man rot mit gelb mischt, dann bekommt man orange raus. Und ich hatte dieses Jahr zwei im Anbau gehabt. Eine vom letzten Jahr, wo ich wieder mein eigenes Saatgut genommen habe. Das ist die Sweet Yellow Mountain. Das ist wirklich eine Wassermelone, die recht große Früchte bilden kann. Also bei wirklich guter Pflege können diese Früchte auch 10 Kilo erreichen, wenn man wahrscheinlich nur einen Trieb behält mit einer Frucht. Und so hatte ich auch wirklich ja, Melonen, die an die 4 Kilo hatten. Ist aber nicht meine schwerste Melone gewesen. Und die ist auch gut an unser Klima angepasst, ist recht, ja, hat eine frühe Reife. Und da lohnt sich wirklich der Anbau, weil sie auch wirklich super süß ist. Und mir hat sie auch sehr gut geschmeckt, diese gelbe Melone. Die zweite Melone ist die Melone Janosik. Das ist eine polnische Wassermelone, die eine dunkelgrüne Schale hat und wie gesagt innen gelb ist. Ist eine frühreife Sorte, optimal für unser Klima, ja, angepasst. Und da kann ich auch wirklich euch empfehlen, die anzubauen. Das war meine schwerste Frucht dieses Jahr. 4,5 Kilo durfte ich ernten. Und die war wirklich 1A süß. Die war im Folientunnel bei mir drinnen. War schon, ja, Anfang August war sie schon reif und da durfte ich sie ernten. Hier ist eine Live-Reaktion von mir. Das habe ich jetzt gerade aus dem Beet entdeckt. Die ist komplett gesprungen. Und das ist meine einzige Sorte, die ist auch recht groß, muss ich sagen. Also die ist schon ein Handball groß. Und das ist die Cream of Saskatchewan. Also da kann ich mal ein bisschen... Ja, das ist eine weißfleischige Melone. Und das ist das letzte Mal mir auch passiert. Also ich habe nur so ein bisschen geklopft. Und dann ist die aufgesprungen. Wenn ich die mal kurz aufschneide... Dann ist sie hier innen schön weiß. Zoome ich mal ein bisschen raus. Das hier ist die Cream of Saskatchewan und ich muss sagen, das ist meine Hand. Kann man jetzt so ein bisschen schlecht sehen. Ist aber ein wirklich prachtvolles Exemplar, muss ich sagen. Also es ist eine sehr frühe Sorte, war bei mir im Hochbeet, wird recht schnell reif und ich freue mich wirklich, die auch ernten zu dürfen. So schaut sie von hinten aus. Grün, dunkel, also grün, hellgrün und dunkelgrün abgestreift. Und die ist recht schön und schmackhaft. Gerade entdeckt, dass ich sie aufgeschnitten habe oder weiter untersucht habe. Am Boden hier hatte sie ein Loch. Oder hat sie ein Loch. Aber trotzdem Sprunggefahr, also nur das kleinste Klopfen bringt dich schon zum Springen. Die Cream of Saskatchewan. Die letzte Melone, die ich euch nun vorstellen möchte, ist die Moon and Stars Wassermelone. Das ist eine ja, sehr interessante Wassermelone, wie ich finde. Sie hat eine recht dunkelgrüne äußere Schale und hat dann solche gelben Pünktchen. Also spiegelt sozusagen den Sternenhimmel wider. Ist wirklich eine ja, einzigartige Musterung bzw.
äußeres Erscheinungsbild. Innen ist sie ja ein bisschen rosa, rosa-rötlich, sage ich mal, und hat auch sehr große Kerne. Und sie bildet auch allgemein sehr große Früchte. Also so ziemlich jede Frucht bis auf eine hatte bei mir an die 2 bis 3 Kilo. Wenn nicht sogar an die 4, könnte sogar noch ein bisschen mehr gehen, wenn der Sommer wirklich ein bisschen besser gegangen, ein bisschen besser gewesen wäre. Und die habe ich überwiegend im Hochbeet angebaut. Und da waren auch wirklich die größten Früchte bei mir am Hochbeet. Einmal hatte ich sie auch im Folientunnel, da waren die Früchte ein bisschen kleiner. Vielleicht war der Standpunkt nicht so gut, aber draußen im Freiland auch super machbar, wie ich finde. Zum Abschluss möchte ich noch hinzufügen, dass die Melone, die bei mir am meisten Früchte an einem Trieb gehabt hatte, die Sorte Rich Sweetness und Banana gewesen sind. Bei der Rich Sweetness waren es ungefähr 6 bis 7, da weiß ich es nicht mehr genau, weil ich es halt immer zwischendurch geerntet habe und so, darauf habe ich nicht geachtet, aber bei zwei Pflanzen und bei der Menge, die ich ernten durfte, kann das gut möglich sein. Und sonst habe ich auch meine Banana mal abgefilmt im Freiland, da hängen immer noch Pflanzen bis Mitte Oktober. Also was ich jetzt hier gerade aufnehme, da haben wir den 16. Oktober und habe ich immer noch heute Früchte ernten dürfen. Wer es mir nicht glaubt, kann mir gerne auf Telegram folgen. Da habe ich gerade heute ein Bild gepostet. Da heißt meine Gruppe ja, Projekt Peace. Oder beziehungsweise eine Gruppe Projekt Peace Lagerfeuer, wo wir es auch immer gerne austauschen. Könnt gerne vorbeischauen, wenn ihr auch Telegram habt. Jedenfalls hatte die Banana so an die 6 Früchte. Und da muss ich sagen, also pro Trieb 5 bis 6 Früchte, beziehungsweise bei Rich Sweetness 6 bis 8 ist da noch schon ordentlich. Und das ist jetzt mein Beitrag von der Honigmelonen-Challenge bzw. von der Wassermelonen-Challenge 2020 gewesen vom guten Max der Gartenkanal. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und noch auf die Glocke drücken. Dann verpasst ihr kein weiteres Video von mir, wenn ich euch ein bisschen von meinem Permakulturprojekt zeige. Gerne freue ich mich auch natürlich über eure Erfahrungen in den Kommentaren, über euren Melonenanbau. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam auch werden, damit ich für euch weiterhin Videos machen kann und vielleicht sich auch eventuell der ein oder andere von euch ja, das Projekt und mich unterstützen möchte. Findet ihr natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung oder auch auf meiner Webseite, damit ich einfach weiterhin für euch ja, Videos produzieren darf und einfach euch meinen Weg zeige, wie man auch ein ja, Leben in Harmonie führen kann. Natürlich möchte ich auch noch hinzufügen, dass ich von all meinen Melonen Saatgut genommen habe und das gebe ich euch natürlich weiter. Leider muss ich sagen, dass ich da die Sortenreinheit ausschließe, aber ich gebe gerne Samen weiter, ich habe genug Samen genommen und wer Interesse hat, kann mir gerne unter der E-Mail-Adresse permakulturprojekt-peace@web.de gerne anschreiben oder hier in den Kommentaren. Ich freue mich wirklich sehr. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine angenehme und wunderbare Zeit. Es ist viel zu tun im Garten. Werde ich euch auch im nächsten Video im Gartenrundgang sehr gerne zeigen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.